Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Meiner auch nicht. Also retten wir den jetzt bitte mal. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Unschön. Ich war es nicht. Nur ein kleiner Schnitt und keine Ohren. Natürlich hat er das nicht gehört. Es würde mir. Das hat auch keiner gehört. Das ist mal wirklich. Wer seid ihr? Evan Kenway, zu eurem Dienst. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Okay. Das ging schnell. Der Chirurg. Pferdchen. Ja, 3x. Küsschen, Küsschen, Küsschen. Ich hab mich scheiße angestellt, okay? Ich geb's ja zu. Pferdi, 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 Pferdi. Da-dum, 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 da-dum. Ach, wir müssen ja gar nicht reiten. Weiter geht's. Tür öffnen. Aber die Musik ist gut bis jetzt. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Sire Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unser Netz zu gucken. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Okay. Was auch immer. Ich folge einfach den Ausrufezeichen. Warum sind wir denn jetzt schon wieder komplett anders? Können wir da nicht mal zusammen hinlaufen? Das wäre doch mal schön. Wir springen hier hin und her und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Jetzt sind wir wieder hier. Es verwirrt mich. Ehrlich, ich vermisse das so, dass man so ganz weite Wege mal laufen muss. Weil dann könnte ich auch mal ein bisschen reden. Na gut. Nächste Cutscene. Was ist euer Begehr? Neuer Rekrut. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da.
Okay. Aber wir wussten noch... Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei der Sache. Wenn wir jetzt hier irgendwen abmurksen, dann sind uns die doch alle auf den Fersen. Ritka und ihr Narr, diese Taten sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Mhm. Oho, aha, ach so, ja genau. Was? Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Nicht so. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Solange wir nicht mehr schießen müssen, ist alles was in Ordnung. Was macht ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Stopp! Nicht? Steckt das Schwert ein. Gut. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was ich machen muss. Oh, vielleicht sollte ich mich ein bisschen tarnen. Die Bewohner sind zu. Was mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das. Was? Limit für Entdeckungszeit? Ich. Was? Sie werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familie. Was? Ich glaube, ich bin zu blöd für das Spiel. Nein, nicht hochklettern. Du sollst dich nur so total cool hier dran lehnen, wie James. Charles. Ich folge jetzt einfach Charles, der kann das irgendwie voll gut. Nein! Oh, aha, oh, guck mal hier, Stand. Charles, du machst das sehr gut, finde ich. Ich frage mich immer, was dieser Counter ist. Ach, muss ich denen in dem Zeitabstand folgen? Lasst mich mal ganz kurz in eure Mitte, ich muss mich tarnen. Nicht die Klingen ausfahren. Jetzt! Jetzt? Was jetzt? Was? Was ist jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Oi! Diebe und Halunken seid ihr allesamt! Ich spucke auf euch und euren Krieg! Haha. Ihm nach! Nein! Charles! Wir müssen Charles retten! Folgen, um seine Patrouille zu überfallen, okay? Lass den gehen, Edward! Ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht.
Legt sie alle in Ketten. Ich will die aber nicht töten. Ach, komm schon. Oh, nicht schon wieder. Okay, dann halt jetzt hier wieder episches Gekloppe. Und als nächsten du. Und du. Ich dürfen keine Verstärkung rufen, okay. Ich versuche es zu verhindern. Nein, und schon ist die Verstärkung da. Ich muss nur 8 eliminieren. Stirb! Ah, jetzt. Wenn die nicht mal alle wegrennen würden, dann wäre das alles gar nicht so schwer. Und wenn ich nicht hinter Baum stehen würde! Hatte ich nicht noch irgendwo ein Schwert? Und schon haben sie ihre Verstärkung gerufen. Also nicht, dass ich jetzt was gegen die Klinge oder so hätte, aber ich verstehe das gerade nicht so. Müssen wir jetzt fliehen? Es sind nur wenige, die hier entkommen. Auf zurück, du kleine Rappe! Da ist er! Haben wir alle? Kann ich jetzt rumgrabbeln? Oh. Ich zügle meine Hand, weil ihr einst mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt ihr irgendwann gebrochen. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Okay. Und schon stehen wir wieder irgendwo und nirgendwo. Es tut mir leid, ich finde das Spiel gerade noch extrem verwirrend, wenn ich das nochmal sagen darf. Ich würde gerne mal auf den Aussichtspunkt. Beweg dich dahin und jetzt hier. Wie komme ich jetzt wieder? Markierung setzen. Jetzt Ende. Ende. Nicht zoomen. Was zum? Ach, Legende gibt's auch. Okay, verlassen. Aber das, ja, das ganze Spiel ist mir gerade noch ein bisschen zu durcheinander. Komm her! Komische Seite. Die werden auch angezeigt auf der Karte. Wo bin ich hier? Awesome, nochmal. Cool. Hühnchen. Offenen Aussichtsturm wollte ich langsam mal klettern. Nervige Kinder. Waisen, okay, Waisen gibt es auch. Die können uns auch noch nerven. Wunderschön, nicht auf die Wachen. Bitte auf das Ding hier, dankeschön. Ich muss echt öfters mal Assassin's Creed 3 spielen. Vielleicht auch noch ein bisschen offscreen. Vielleicht fange ich nochmal für mich an. Weil sonst wird das ganze Let's Play hier eine absolute Katastrophe. Und einen Moment. Ach nee. Jetzt zeigt ihr mir, wie ich steuern kann, oder was? Allerdings wollte ich das gar nicht. So. Und ich werde auch noch ein bisschen rumprobieren, weil in so größeren Städten, da leckt es jetzt doch hin und wieder. Und das ist mir eigentlich nicht ganz so recht. Deshalb, vielleicht kann ich das noch irgendwie optimieren.